Dienstagmorgen, 5.19 Uhr. Wir begrüßen euch zu einer neuen Wanderung. Wir befinden uns hier in Menzelen, so circa 7 Kilometer Luftlinie von Wesel entfernt. Was haben wir heute vor? Ja, wir laufen hier zum Menzelner Freizeitsee. Dann geht es nach Ginderich. Nee, Entschuldigung, es geht nach Büderich. Da kann der Pelle einmal in den Rhein. Danach geht es nach Ginderich. Und dann geht es wieder zurück zu diesem Freizeitsee. Kann der Pille hoffentlich auch noch mal reingehen. Ja, und dann sind wir schon wieder am Auto. Ne? Das Ganze wird so circa 15 Kilometer lang sein. Nicht ganz so lange wie sonst immer, weil ich so ein bisschen Rückenprobleme habe. Trotzdem wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Ja, eine Schnecke. Ja. Laufen. Kilometer 2 um 5.39 Uhr. Ja, wir sind mal einen anderen Weg gelaufen. Normalerweise führt der Weg da hinten, wo die Bäume sind, entlang. Ja, da hätten wir aber keinen so schönen Sonnenaufgang gehabt. Da habe ich mich umentschieden. Jetzt habe ich zwar hier nasse Füße, ne, weil der Weg, der ist hier schön mit Gras bewachsen. Gras ist auch noch sehr feucht. Und ich sehe jetzt, ach du, das ist die Tür nicht zu. Das Gras wird auch noch hier, höher hier. Da habe ich überhaupt keine Lust zu, ne? Warte mal, ich drehe mal die Kamera. Eieiei, so ein Kackpelle, warte mal. Pelle. Ja, toll, ne? Fängt ja gut an die Tour. Bin jetzt schon nasse Füße. Aber, guck mal hier, ist so ein Maisfeld. Da gehe ich mal hin. Ach, dann werde ich mal ein Stück hier in dem Maisfeld laufen. Ja. Auch wenn ich mich da in Gefahr begebe, wieder mit meinem Fuß umzuknicken. Ja, aber es ist immerhin besser, als mit nassen Schuhen durch die Gegend zu eiern. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, hat ganz gut geklappt, wieder auf dem richtigen Weg. Ja, der läuft schon da hinten. Ja, weil da hinten ist einer, der macht so ein, weiß ich nicht, Walken,
schnelles Spazieren gehen und Pelle denkt, ich bin das. Und wenn ich ihn jetzt rufe, hat es überhaupt keinen Sinn, weil er mich gar nicht hört. Naja, er wird schon merken. Und ich würde sagen, weiter geht's, ne? So, jetzt habe ich einmal gerufen. Ja. Pelle hat es gehört, aber mich noch nicht gesehen. Irgendwie, keine Ahnung. Er ist etwas verwirrt heute. Ja, Pelle, hä? Was machst du denn? Hm? Ja, bist dem Falschen hinterhergelaufen, Lümmel. Hä? So. Ja, komm, jetzt gehen wir hier lang. Pelle, juhu. Komm. So. So was? Weiter geht's. Kilometer 2,7 um 5.51 Uhr. Ja, ich sag, wir kommen über der Weseler Straße. Wie der Name schon sagt, führt die Straße von hier aus nach Wesel. Ja, ich weiß nicht, ob man das da hinten erkennen kann gegen die Sonne. Da ist diese Weseler Brücke. Irgendwann wusste ich auch mal, wie die hieß. Natürlich wieder vergessen. Und ja, jetzt habe ich so ein kleines Problem. Mit Komoot, ja, ich drehe mal eben die Kamera um, ja, und dann werde ich das mal eben zeigen. So, jetzt habe ich die Tour gestartet auf Komoot, ja, aber Komoot zählt die Kilometer nicht mit. Ja, normalerweise ist die Tour dann auch rot hinterlegt, die gelaufene Strecke, ne, hat es aber nicht gemacht. Ich weiß nicht warum, wenn das schon ein paar Mal passiert, dann habe ich nämlich so einen Hals, dann fehlen nämlich die Messwerte. Aber zum Glück habe ich ja noch ein zweites Programm am Laufen, ja, welches mir dann auch die Kilometer zählt. Ja. Weiß das irgendjemand? Hat da irgendjemand Ahnung von? Oder was mache ich verkehrt? Keine Ahnung. Bedienfehler? Ich weiß es nicht. Weiter geht's. Ja, Pelle, ich komme. Ne? Pelle wartet auch schon wieder. Ja, ich weiß, du bist genervt vom Warten, ne? Komm mal her. Zack und los. Kilometer 3,5 um 6.04 Uhr. Wir sagen herzlich willkommen in Büderich. Ja, wir laufen jetzt einmal quer durch den Ort bis zum Rhein. Und da kann der Pelle einmal kurz was trinken. Und dann laufen wir an anderer Stelle wieder quer durch den Ort wieder zurück Richtung Ginderich. Ich würde sagen, weiter geht's. Ja, und hier an dieser Bank habe ich mich bei meinem 60 Kilometer Marsch zur ersten Pause hingesetzt. Das war damals Kilometer 26. So, 14:41 Kilometer, ja, habe ich hier mich dann hingelegt und dann habe ich die Füße hochgemacht, damit das Blut so ein bisschen aus den Füßen, aus den Beinen laufen konnte. Und dann kamen da so zwei Frauen angelaufen, die kamen da aus der Richtung. Und haben mich da gesehen, haben wahrscheinlich gedacht, hier, der hat einer eine Klatsche.
Und naja, wie gesagt, ne, also hier haben wir Pause gemacht. Jetzt geht es weiter in die Richtung. Naja, da sind wir auch gerade hergekommen. Wir haben noch einen kleinen Umweg gemacht, um mal die Bank zu zeigen. Und ich würde sagen, weiter geht's. So, jetzt sind wir hier an der Hauptstraße. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Ding. Ich muss hier wieder scrollen hier. Weseler Straße. Ja, so einfach kann es sein. Ja, wir beim letzten Mal hier waren, waren diese Bäume noch nicht belaubt. Ja, ich blende das mal kurz ein. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Ja, aber es ist sehr nett gemacht. Geht nämlich noch ein ganzes Stück weiter hier hinten, wie man sieht. Ja, aber wir müssen ja jetzt leider gleich rechts abbiegen, Richtung Rhein. Und ich würde sagen, weiter geht's, ne? Kilometer 5,3 um, was haben wir jetzt, 6.26 Uhr. Ja, wir begrüßen euch am Rheindeich. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier unten zum Rhein kommen. Sieht nämlich nicht so aus. Am letzten Mal hat uns nämlich der Deichgräf so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, und die Büsche da unten, die sehen auch ziemlich undurchdringlich aus, aber vielleicht haben wir gleich noch ein Stück weiter Glück, dass wir da noch nach unten kommen. Und da melde ich mich wieder. Ich muss nämlich erstmal den Akku wechseln. Bis später. Ja, Leute, sieht so aus, als würden wir gar nicht da runterkommen. Na, da ist alles dicht bewachsen. Ja, wir müssen gleich schon wieder da vorne, wo die Häuser sind, müssen wir gleich auch schon wieder abbiegen. Na, da müssen wir mal gucken. Aber wir könnten eigentlich mal eine Riegelzeit machen, ne? Pelle, Riegel? Riegel. Wow. Mit Kirchenglocken im Hintergrund. Ich drehe mich mal so rum. Der Treffing wieder nicht auf. Eine, ich setze Papier wieder ab hier. Fein, fein, fein. Aber ihr könnt euch aber so lange die Landschaft angucken, bis ich hier den Riegel hier rausgefummelt habe hier. So, geht los. So, bitteschön. Fertig? Fertig, wir gehen weiter. Komm.
Ja, Leute, wirklich sehr schade. Ne? Das ist wirklich durchgehender Brombeerstrauchbewuchs hier unten. Ja, und jetzt stehe ich hier gerade auf dieser komischen Mauer hier. Und die trennt dann gleich hier den Weg vom Rhein. Und den müssen wir auch jetzt gleich wieder verlassen, hier den Weg. Ne? Heißt, wenn der Pelle dann mal wieder kommt. Komm, Opa. Pelle, hallo. Komm, da kannst du nicht rein. Hast Pech gehabt. Ne? Naja, egal. Ne, wir gehen jetzt hier runter. Leider. Und dann gehen wir nochmal einmal quer durch Büderich. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Ginderich. Ja, wie gesagt, Wetter ist klasse. Heute. Ja, komm, wir müssen hier runter. Und wenn ich jetzt gewusst hätte, dass es mit meinem Rücken nicht ganz so schlimm ist, ja, dann hätte ich doch eine längere Tour gemacht mit ihm. Aber besser Vorsicht als Nachsicht. Oder wie heißt der Spruch? Besser Vorsicht als Nachsicht? Ich glaube schon. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich würde sagen, weiter geht's. Einmal rüber. Kilometer 7,2 um 6.54 Uhr. Wie man unschwer erkannt hat, haben wir Büderich schon wieder verlassen. Ja, machen uns jetzt auf den Weg nach Ginderich. Und dann melden wir uns wieder, ne? Thank you.
Kilometer 8,6 und 7.09 Uhr. Ich sage herzlich willkommen zurück an der Weseler Straße. Da kann man gar nicht erkennen, wo wir die Straße vorhin überquert haben über die Brücke. Da macht hier so eine Kurve die Straße. Und ja, gehen wir noch ein bisschen ins Feld rein gleich. Ja, kommen wir an so ein paar Bauernhöfen vorbei. Und dann kommen wir nach Ginderich. Ich würde sagen, weiter geht's. Ne? Ich habe meine glatte Schnauze geflogen. Hier ist eine komische Kellerabdeckung. Naja, Glück muss man haben, ne? Komm, Pelle. So, ich wollte mal was sagen. Vielleicht fragt der ein oder andere sich jetzt, ja, warum läuft der Kerl mit Rückenschmerzen durch die Gegend? Ja, das ist ein Lendenwirbelsyndrom. Machst du eine falsche Bewegung, ist der Tag gelaufen. Ja, kannst dich nicht mehr bewegen. Doch schlecht sitzen. Stehen kannst du auch nicht mehr. Das Einzige, was hilft, ist liegen oder gehen. Ja, also schnappe ich mir den Pelle und dann gehen wir eine Runde. So einfach ist das. Weiter geht's. Immer nach vorne gucken, ne? Und aufpassen. Nein, der ist ein bisschen breiter wie wir. Zack. Hier. Tschüss. So. Warte mal. Ziehen wir das Ding raus hier. Ja, Kilometer 10,5 um 7.32 Uhr. Ja, hier vorne sind die ersten Häuser von Ginderich. Sage ich herzlich willkommen. Wir laufen jetzt einmal quer durch den Ort und machen uns auf den Weg zum Menzelner Freizeitsee. Vielleicht kann der Pelle ja da mal reinspringen. Ich würde sagen, weiter geht's, ne?
So, Pele, komm mal rüber. Kilometer 11,6 um 7.47 Uhr. Mit der Überquerung der Xantener Straße haben wir jetzt Ginderich verlassen und laufen jetzt auf den Menzelner Freizeitsee. So war das. Laufen wir jetzt drauf zu. Ja, knapper Kilometer noch, dann sind wir an dem See. Pelle! Juhu! Pelle! Hier lang müssen wir, glaube ich. Ja, und vorhin wollte ich eine Szene drehen im Ort, muss sagen, sehr ruhiger Ort. Da wollte ich schon sagen, menschlich, schöner, ruhiger Ort. Ne? Und dann kam da aber Zementmischer, Traktor, Bus und was weiß ich noch alles. Ja? Wäre nicht so gut gekommen. Aber ich glaube, das hast du überall. Ne, dass da mal solche Fahrzeuge durchfahren. Guck mal, Pelle, das sind Kühe. Ja, ich muss sagen, mit den Jahren, die wir jetzt laufen, ja, sind die Kühe, die wir hier am linken Niederrhein sehen, viel, viel weniger geworden. Ja. Lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr diese Landwirtschaft für viele, oder diese Art der Landwirtschaft. Ne, Kuh? Ja. Ja, willst du machen, ne? Ich würde sagen, weiter geht's. Oder hast du noch was zu sagen? Müde. Ah, Vieh in der Haare auch noch. Hier. Ja, Sonne hat aufgedreht jetzt, ne? Ganz schön warm. Und, 22 Grad sollen es heute werden. Aber es interessiert uns ja weniger, weil wir gleich schon mit der Runde fertig sind. Ich glaube noch irgendwie 2 Kilometer oder 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder im Auto. Wo bist du denn am Brummen da unten? Hast du das gehört? Ah ne, das ist die Kuh da hinten. Da hinten über der Straße drüber weg ist die Kuh am Muhn. Ich dachte, das wäre der Pelle gewesen. Pelle, habe ich hier Unrecht getan. Ja. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Pelle, warte mal. Pelle. Pelle. So, jetzt müssen wir hier auf den Radweg gehen. Sodann es einen gibt hier auf dieser Straße. Gibt ja viele Hauptstraßen hier am linken Niederrhein, wo es überhaupt keinen Radweg gibt. Da musst du an der Straße laufen. Aber da vorne ist zum Glück einer. Hier, und da sind die Kühe, die Palaver gemacht haben. Ja, Pelle hat ja Angst vor Kühen. War aber nicht immer so. Na, ganz früher, die ersten 3, 4 Jahre, wenn wir an so einer Kuhwiese vorbeigekommen sind, dann ist Pelle da in den Zaun drunter weg und hat sich da mit den Kühen da verlustiert. Und fand das ganz gut. Die kamen auch alle angelaufen, haben geschnuppert und gemacht und getan und sind ja sehr neugierig, die Kühe. Und irgendwann der Pelle mal von dem Zaun einen elektrischen Schlag bekommen. Und das hat er dann wohl mit der Kuh in Verbindung gebracht und seitdem hat er Angst vor Kühe. Na, so ist er, der Lümmel. Kann auch nicht verkehrt sein, ne, wenn man Angst vor der Kuh hat. Wenn so ein Muttertier mal so ein Kalb beschützen will, da kennt die nichts. Und gerade in Österreich oder in Südtirol, da musst du oft so eine Almwiese überqueren, wo so Kühe sind. Und wenn dann so eine Kuh angedonnert kommt, ist besser, wenn man wegläuft, ja, als wie man stehen bleibt. Naja, meistens sieht es dann so aus, ja, die Kühe kommen angelaufen, ja, Pelle ist schon kilometerweit weg, unterm schützenden Zaun drunter weg, ja, und ich stehe dann da wie so ein Blöden. Ja, und kann zusehen, wie ich mich mit den Kühen rumärgere. Ja, meistens machen die auch nichts, ne? Die sind ja
recht friedfertig. Und wie gesagt, nur wenn so ein, da hast du schon mal Schilder, da steht dann Achtung weidender Stier. Ne? Und der kann dann schon mal richtig sauer werden, wenn du dem zu nahe kommst, warum auch immer, keine Ahnung. Ja. So, und ich glaube, ich werde auch gleich sauer, wenn ich jetzt am Quatschen bin und die Kamera geht aus. Und ich merke das nicht, weil der Akku leer ist. Darum würde ich sagen, wir sehen uns nach dem Akkuwechsel wieder. Bis später. So, Akku gewechselt. Ne, jetzt haben wir noch so knapp 500 Meter bis zum See. Und da melden wir uns wieder. Ja, so ist, glaube ich, wieder so ein bisschen krumm. Ja, weil ich gerade in der Hocke gegangen bin und den Akku gewechselt habe, weil ich brauche jetzt immer zwei freie Hände dafür. Und ich glaube, da bin ich zu schnell wieder hochgegangen. Aber so schnell kann es gehen, ne? Naja, wie auch immer, ne? Wir gehen weiter. Pille rennt schon wieder vor. So, Gindericher Straße, kann ich nur empfehlen. Ja, kommt total wenig Autos. Sehr schön zum Laufen. Jetzt muss ich mal gucken, was steht da oben auf dem Schild drauf. Parkverbot. Beidseitig auf allen Wegen am Freizeitsee. Gut, Pelle, hast du gehört? Wir dürfen nicht parken. Weiter geht's. Kilometer 13 um 8.05 Uhr. Und jetzt leckt mich doch fett. Es ist ja schon wieder alles abgesperrt. Ja, das geht mir doch gar nicht. Ach, guck mal. Ja, jetzt ist der Zaun zu Ende. Wahrscheinlich ist das nur hier so ein Naturschutzgebietart, was hier abgegrenzt ist oder Wasserentnahme oder so. Jetzt muss ich den Hund erstmal zurückhalten. Pelle! Pelle! Und ich erstmal gucken, ob man hier zum See überhaupt runter kann. Ja, oder ob der mir da gleich wieder reinplumpst. Pelle, hier! So, guck mal, hier kannst du runtergehen. Wechseln mal die Ansicht. So. Pelle, hier, hier, hier! Da runter. So, siehst du, und fall nicht da rein. Unglücksrabe. Guck mal, Prost. Ja, Leute, und tatsächlich hat Komoot nicht einen einzigen Kilometer aufgezeichnet. Was ist das für ein Mist? Scheiß wollte ich gerade schon sagen. Richtiger Mist. Und habe ich schon öfters gehabt, ja, dass Komoot einfach nur den Weg anzeigt, aber nicht aufzeichnet. Das ist richtig ärgerlich. Ne, wenn jetzt einer Kilometer sammelt, ne, ich weiß gar nicht, kann man die bei Komoot nachtragen? Keine Ahnung. Ja. Naja, gut. Ich würde sagen, ich mache mich mal groß. Ja, ihr habt ja gerade gesehen, noch einen knappen Kilometer zu laufen. Und hier am See möchte ich sagen, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Unterhaltung und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich blende wie immer die Daten jetzt ein. Und wir sagen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Übermorgen. Hoffe ich. Wenn mein Rücken mitmacht. Mein Hund aus dem Wasser kommt. Ja, hier bin ich, ne? Guck mal. So, wir sind raus.